Jan, du bist jetzt zum zweiten Mal hier beim Ironman Hawaii dabei. Die Vorbereitung hier auf der Insel lief alles andere als gut am Anfang. Du hast dich ordentlich auf dem Queen Kay Highway hingelegt. Kannst du noch mal kurz erzählen, was denn da passiert ist genau? Ich war mit Sebi unterwegs beim Zeitfahrtraining und habe mit gut 50 km pro Stunde den Kopf im falschen Moment gesenkt und einen Stein erwischt. Und dann ein bisschen Haut und Blut der Madame Pelé geopfert. Was denkt man dann in so einem ersten Augenblick? Jetzt war ein halbes Jahr Vorbereitung umsonst oder so, oder wie baut man sich da wieder auf? Ja, ich bin aufgestanden, habe gesehen, dass nichts gebrochen ist bei mir. War auch froh, dass Sebi natürlich dann noch ganz war. Habe ihm gesagt, ich bin okay, es soll das Intervall fertig fahren. Und ich habe gesehen, dass bei mir die Haut doch sehr lädiert ist. Aber die Hoffnung ganz aufgegeben habe ich nie, und obwohl es dann ab und zu mal schwierig war. Man hat dann gesehen, ich habe ein Bild gepostet, wo du auf der Rolle unter den Palmen fährst. Wie heiß war das? Ja, das war doch anständig warm. Also ich muss mir keine Sorgen machen, ob ich wieder hitzeadaptiert bin. Aber ich habe danach zwischenzeitlich die Rolle mal reingestellt und dann Ironman Hawaii YouTube geschaut. Das war dann das Nächste, dass ich an den Queen Kay hinkam. Und wie schaut es jetzt aktuell aus? Wie behindert dich die Sturzverletzungen noch? Ja, einerseits war das Training natürlich unterbrochen. Viele Leute sagen, das wird mir gut tun, das werden wir sehen. Andererseits habe ich doch noch einige Wunden und Narben, die nicht 100% verheilt sind. Die Hüfte ist dann doch noch sehr lädiert, Prellung und auch noch offen. Aber ich habe jetzt noch 4 Tage und hoffe auf das Beste. Jetzt warst du ja letztes Jahr eben das erste Mal da. Da hattest du auch kein gutes Rennen. Wie viel hattest du vom letzten Rennen jetzt für dieses Jahr so an Erfahrung mitnehmen können? Ja, was während dem Rennen passiert ist, das war ziemlich wenig. Also ich habe mir den Fuß verknackst beim Schwimmausstieg und war dann alleine unterwegs, irgendwie unter ferner Liefen. Aber ich konnte die Insel sehen, ich konnte sehen, wie man sich vorbereiten muss, was es braucht, um vorne mitzufahren und mitzuschwimmen, mitzulaufen. Und da konnte ich doch einige kleine Sachen mitnehmen, die ich auf dieses Jahr geändert habe. Jetzt warst du ja eben mit dem Sebi hier auch im Training unterwegs. Wie viel kann man sich vom Weltmeister abschauen? Ja, wir sind zusammen ja bei der Marke Scott unter Vertrag und haben so uns auch schon einige Jahre kennengelernt und haben auch uns menschlich sehr gut verstanden. Und ich glaube, wir sehen das sehr ähnlich, wie es im Sport geht. Und andererseits im Training konnte ich natürlich auch beim Zeitfahren noch mal schauen, wie es der Beste der Welt macht, und hoffe, dass das auch ein bisschen auf mich abfärbt. Also da hast du eben im Radfahren ja Top-Unterstützung, und beim Schwimmen hast du deine Schwester Martina, die war schon bei Olympia am Start. Was kann man sich da für Tipps holen? Ja, also das Lustige ist ja, Martina hat ja den Open Water Swim hier gemacht, den Ohala Swim, und er war in Führung, bis sie seekrank wurde. Von dem her, da kann ich mir keine Tipps abholen, aber natürlich war es super für mich, die letzten 2 Wochen so hohes Schwimmniveau zu haben im Training. Wir haben auch mit Sebi zusammen mal eine gute Gruppe gemacht, den Open Water, und das war natürlich toll, da hat es ordentlich Sog gegeben. Jetzt bei uns in Deutschland ist es ja so, da wird sehr viel auch drauf geschaut, wer eben hier als bester Deutscher reinkommt. Der, sag ich mal, der hat halt am Montag die Schlagzeilen, auch in den allgemeinen Zeitungen. Wie ist das bei euch in der Schweiz? Reizt auch, der erste Schweizer zu sein? Das zählt allgemein natürlich schon, aber ich würde jetzt mal sagen, wir sind 4 Schweizer am Start. Wenn ich dann 4. werde am Schluss, dann ist es mir ziemlich egal, wenn 3 Schweizer vorne sind. Okay, dann schauen wir mal, wir sind gespannt, wir hoffen, die Deutschen, wir können eher auf uns schauen, wir müssen nicht auf die anderen schauen. Auf jeden Fall, wir wünschen dir erstmal, dass es mit der Verletzung noch so gut wird, dass du ein besseres Rennen hast wie letztes Jahr und dass du richtig gut reinkommst am Ali Drive. Danke vielmals.